Die Unzufriedenheit in der Frauenvilla muss wirklich groß sein, denn es gab einfach ein Paket mit Dingen. Auf unsere Pimmelparty! Die Ladies haben Spaß. Und wir haben mal wieder die unsympathischste Frau der Staffel, Chiara, die einfach, also ja, unangenehm. Sitzen alle da drin. Ja, wir haben Angst vor mir. Ja, ich wollte gerade sagen, hast du eine Ansage gemacht? Hä? Nee, so, hey. Die haben immer Respekt vor mir. Hey. Ich weiß nicht, warum. Ja, du bist so ein bisschen Alpha. Ja, und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Bachelor-Folge mit unserer Alpha Chiara oder wie man auch sagt, die, die keiner mag. Es geht in der Folge aber wirklich sehr interessant los, denn die Nasenhaare, die sprießen und sprießen und sprießen. Die Nasenhaare, hier in Mexiko wachsen die irgendwie wie Unkraut, deswegen muss ich das hier öfter machen als in Deutschland. Wenn ihr den Bachelor übrigens sehen wollt, dann könnt ihr natürlich den Link in der Videobeschreibung benutzen. Da kommt ihr direkt zu RTL Plus. Da könnt ihr auch den Bachelor eine Woche früher gucken. Wenn ihr ihn im Fernsehen gucken wollt, dann immer Mittwoch 20.15 Uhr auf RTL. Da seht ihr dann auch, was als nächstes passiert. Denn der Bachelor hat zum ersten Date gerufen. Ich möchte die Möglichkeit heute auf jeden Fall nutzen, euch nochmal ein bisschen besser in der Tiefe kennenzulernen. Ihr werdet quasi euren eigenen Lebensbaum kreieren. Ja, und das bedeutet, die machen jetzt irgendwie, die haben da so ein paar Äste und die malen die jetzt an und hängen da irgendwelche Sachen auf, die dann voll die krasse Bedeutung haben. Zum Glück bin ich nicht dort und muss sowas machen, denn ich glaube, ich könnte es nicht ganz ernst nehmen. Ich drücke mich gerne aus mit Mode, ich drücke mich gerne aus mit meinen Tätowierungen. Und mich mal auf diese Art und Weise kreativ auszudrücken, mega cool. Da kann man auch wirklich mal das Innere nach außen krempeln. Da kann man einmal richtig die ganze Welt an seiner Kunst teilhaben lassen. Das ist wirklich grandios und die nehmen das auch alle richtig, richtig ernst. Basteln, das kann jeder. Weil keiner kann dir sagen, was das, dass irgendwie das, was du gemacht hast, nicht gut aussieht, sondern das ist ne eigene Interpretation. Da muss ich dich leider enttäuschen. Meine Kunstlehrerin, die konnte das durchaus sagen und ich will sie dafür gar nicht haten. Ich glaube, sie hatte recht. Ich kann nicht mal ein Strichmännchen malen, ohne dass es scheiße aussieht. Aber bei diesem Date wurde dann natürlich auch ein bisschen geflirtet und ich frage mich wirklich, warum er so steil auf Chiara geht. Gar nichts gesagt, aber der Ring und das Kleid sahen mega aus. Danke, sehr gut. Wirklich einer der aufmerksamsten Männer, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Ich frage mich manchmal wirklich, was für Männer diese Frauen immer alle kennenlernen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es da draußen Unmengen an Männern gibt, die sehr viel aufmerksamer sind. Ich würde auch darauf wetten, dass das dem Bachelor von der Regie gesagt wurde. Aber nein, das ist natürlich nur ein Spaß. Ne? Sowas würde ich niemals vermuten. Ich würde gerne was auslegen. Mhm. Ist das okay? Ja, klar. Ich entscheide, wann ich es wieder mache. Okay. Okay. Wow. Es gab Momente, da habe ich Angina einer meiner Ringe zugesteckt. Ja, war ein wirklich sehr romantischer Moment. Vor allen Dingen, nachdem er gerade schon so aufmerksam bei der Chiara war, ist er jetzt auch so aufmerksam bei der Utze und schenkt ihr einen Ring. Vor allen Dingen hat er sich auch noch abgesichert. Es ist nur ausgeliehen, wenn ich dich rausschmeiße, will ich ihn aber dann wieder haben. Das hat er so jetzt nicht gesagt, aber ich vermute mal, so wird es passieren, oder? Weil es sich in dem Moment einfach danach angefühlt hat, dass ich ihr was, einen Teil von mir geben wollte und einfach auch, dass sie weiß, dass ich sie gerne habe. Ich weiß nicht, ist ja vielleicht eine süße Aufmerksamkeit oder so, ich weiß jetzt nicht. Ja, dann kann sie an dem Ring ein bisschen schnuppern und den Fingerschweiß riechen. Vielleicht gefällt ihr das ja abends im Bett. So, keine Ahnung. Es ist doch romantisch. Wir sind dann aber wieder in der Villa drinne und ich glaube, ich muss die nachfolgenden Szenen zensieren, weil ich weiß gar nicht genau, ob ich das auf YouTube so zeigen darf. Auf jeden Fall haben die ein Paket bekommen, denn irgendeiner hat da Geburtstag. Ist ja auch egal, wer. Ja, und in diesem Paket waren Sexspielzeuge. Mama, es tut mir leid. Schalte einfach genau jetzt um. War eine schöne Zauberkiste. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum. Irgendwie haben die vielleicht dann, also ist da vielleicht ein bisschen Druck auf der Leitung. Aber hey, ich meine, wenn ihr die benutzt, wenn ihr sie weitergebt, dann zwischendurch abwaschen. Auf unsere Pimmelparty!
Party! Die Ladies haben Spaß. Vielleicht hat aber auch jeder einen eigenen bekommen, das weiß ich natürlich nicht genau. Wo es jetzt keine Pimmelparty ist, das ist beim Bachelor, denn da ist nur ein Pimmel und drei ist ja auch egal. Da waren wir verheiratet, da waren wir ein Jahr verheiratet. Okay. Und dann bin ich schwanger geworden, dann habe ich das Kind verloren und danach war es richtig schlimm. Und deswegen, also nicht deswegen, aber es hat dazu beigetragen, dass... Dass es dir nicht gut ging. Ja. Ja, klar. Ja, und tatsächlich muss ich hier sagen, das ist ja ein ernstes Thema. Und ich habe das auch schon im näheren Umkreis öfter miterlebt. Ist ja gar nicht so selten, dass Frauen Kinder verlieren, vor allen Dingen halt in den ersten Monaten. Gerade wenn man einen großen Kinderwunsch hat, ist das natürlich sehr, sehr deprimierend und man hat dann auch immer so ein bisschen Angst, dass es vielleicht gar nicht klappen kann. Aber man sollte sich natürlich niemals davon wirklich ins Loch ziehen lassen. Einfach weiter probieren und das Leben genießen. Wenn es kommen soll, dann kommt es schon. Ja, das war jetzt auch nur irgendwie ein Kalenderspruch, ne? Aber es bringt ja alles nichts. Ich habe wirklich gedacht, so die Alissa, die halt es früher gab, gibt es jetzt gar nicht mehr. Ne? Und ich merke halt, sie ist halt noch da oder sie ist jetzt irgendwie, keine Ahnung. Es ist sehr viel passiert in meinem Leben. Ich wünsche Alissa natürlich alles, alles Gute. Ich finde es jetzt nicht so mega gut dort. Ich wünsche Alissa für die Zukunft natürlich alles, alles Gute und dass sich ihr Kinderwunsch, ich weiß gar nicht, ob sie einen Kinderwunsch hat oder ob das eher zufällig passiert ist. Ich wünsche einfach, dass ihr Leben sich in die richtigen Bahnen leitet und sie glücklich bleibt, denn sie ist ja jetzt momentan glücklich, hat sie auch nochmal gesagt. Ich bin nicht so glücklich, denn Chiara ist auch auf dem Date. Sagst du auf den ersten Blick? Vielseitig. Spannend, spannend. Ja, und selbst bei den Dreharbeiten kommt irgendwie nicht so richtig rüber, dass das da irgendeiner wirklich interessant findet. Die Sachen, die der Bachelor da sagt, hören sich auch einfach nur auswendig gelernt an. Wirklich begeistert ist da nur die Alissa. Sollten alle machen. Geht raus zu einem Baum und macht euch so einen Lebensbaum. Ja, oder lasst es. Dann fällt den Baum lieber und verbrennt ihn und macht ein Feuer. Ich glaube, das ist sinnvoller. Es sind dann aber zwei Frauen zurück in die Villa gegangen und eine ist noch dort geblieben und das ist tatsächlich Chiara, keine Ahnung warum. Und die Rebecca war davon ein bisschen genervt. Bei dir? Weil Chiara da geblieben ist? Da wird heute selbst was passieren. Ach, und apropos, da wird was passieren. Bei Rebecca und dem Bachelor ist ja auch was passiert und das wissen die anderen noch gar nicht. Ich finde das gar nicht schlimm, dass ihr euch nicht geküsst habt. Dafür geht es vielleicht auch noch einen anderen Moment und so, weißt du? Ja, und das ist jetzt natürlich unangenehm, weil jetzt ist es auch irgendwie eine aktive Lüge und nicht nur ein Verschweigen. Was machen wir da, Rebecca? Irgendwie fühle ich mich jetzt schlecht, weil die das nicht wissen. Weil jetzt denken die heute, haha, Chiara kriegt wahrscheinlich den zweiten Kuss, was ich hoffe, was nicht passiert. Aber... ich fühle mich einfach schlecht. Und ja, ich weiß nicht, ob die ein Anrecht darauf haben, dass sie es erfahren, aber sie werden es jetzt erfahren, denn Rebecca sagt es ihnen jetzt. Wir haben uns da oben geküsst. Und deswegen war ich auch heute so ein bisschen die ganze Zeit so für ach, mich. Nach der Hosen habt ihr euch ja, wo er mich hochgepackt hat. Und dann gibt's noch eine kleine Spitze gegen Chiara, die sich gar nicht erst was einbilden soll, diese Frau, die... Und Chiara denkt jetzt, dass sie die zweite wahrscheinlich ist, aber sie ist halt an die dritte Person. Leute, er kann echt gut küssen, er hat sehr geile Lippen. sehr weich, sehr soft. Aber erstmal müssen die sich natürlich küssen und tatsächlich sieht es danach erstmal nicht aus. Sie sind trotzdem sehr vertraut. Oh. Alles gut bei dir? Ja, selbst? Ja? Ja? Natürlich, muss ja. Mein rechter Platz ist leer. Ja, noch. Da bin ich. Und dann haben sie nämlich so richtigen Deep Talk geführt, der echt ziemlich langweilig war. Und da war der Kuss einfach nicht richtig am Platze. Ich habe heute für mich das erste Mal gemerkt, dass ich ihn sehr gerne küssen würde. Aber... die Emotion, die heute zwischen uns war, hat einen so eingenommen, der Kuss wäre in dem Moment nicht richtig gewesen. Gut, dann haben wir das auch hinter uns und dann ist der nächste Tag und das nächste Gruppendate und das ist tatsächlich ein bisschen interessanter. Nicht wegen David oder wegen den Frauen, die gehen tatsächlich Tiere gucken. Ich werde die Mädels heute auf dem Boot packen und dann werden wir ein bisschen rein in die Wildnis gehen und ja, werden dann sicher überrascht werden.
Und dann haben sie wirklich auch ein Tier gespottet. Das war wirklich der absolute Wahnsinn. Guck mal, da oben auf dem Ast. Oha. Oh, cool. Krass, ne? Wenn der da so chillt. Ah, ja. Ja, so richtig Begeisterung ist dann nicht aufgekommen, aber sie waren dann an irgendeiner Ranch oder so, keine Ahnung, was es auch immer sein soll. Und da waren Krokodile hinter einem Holzzaun. Ey, ich frag mich, wie sicher das da ist, aber gut, die wurden nicht gefressen. Nicht so weit werfen. Krass, hier läuft. Das war einfach so interessant, irgendwie zu sehen, wie die sich so fortbewegen und wie schnell dann tatsächlich auch. Wow, guck mal, wie die sich bewegen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und deswegen habe ich gesagt, dass das ein sehr interessantes Date ist, denn die Aufnahmen vom Krokodil sind wirklich richtig, richtig schön. Auch wenn ich nicht weiß, warum der da hinter so einem Zaun ist und gefüttert wird. Vielleicht ist das eine Auffangstation, vielleicht hatte der mal irgendwas oder so, ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall richtig gute Aufnahmen und ein sehr, sehr hübsches Tier. Das möchte ich niemals in meinem Leben treffen. Wirklich wie so ein Knopfdruck, so ein Schalter, der umgelegt wird, wenn die Nahrung sehen. Und sich da gegenseitig die Nahrung quasi aus dem... Dann kommen wir zu etwas weniger Interessantem. Und zwar hat der Bachelor mit der Layla ein Einzelgespräch geführt. Und das war wie immer komplett Nonsens, weil Layla bei dem Bachelor einfach nicht redet. Die ist stumm, wenn er da ist. Da ist sie wieder. Ja. Wenn ich in seiner Nähe bin, bin ich einfach überhaupt nicht ich selbst. Ich bin voll schüchtern. Ja. Ja. Ja, dann solltest du vielleicht gehen oder irgendwas daran ändern. Ist das eine Taktik? Warum ist sie so? Ich meine, am Ende des Tages ist das auch nur der Bachelor so. Also man muss es ja auch nicht übertreiben. Aber es ändert sich halt nichts. Aber ich finde es auch irgendwie schön, weil ich hatte lange nicht das Gefühl, dass ich nervös war, wenn ein Mann bei mir in der Nähe ist. Layla ist... verwirrt und nervös. Ja, und so richtig schön findet Layla das eigentlich doch nicht. Und der Bachelor findet das auch eher unangenehm. Vielleicht brauchst du einfach eine dicke Umarmung. Wenn ich dann mit Layla ein drittes Mal das Gespräch führe über denselben Inhalt, der kein Inhalt ist, dann ist das natürlich irgendwo Zeit, die vielleicht besser verwendet werden könnte. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, die Sendezeit, die könnte man auch besser nutzen. Anstatt Layla zu zeigen, die kein Wort rauskriegt, hätte man nochmal 2 Minuten das Krokodil filmen können. Wo sie allerdings ein Wort rauskriegt, ist beim Babykrokodil. Das verabschiedet sie nämlich jetzt, denn das wird jetzt irgendwie ausgesetzt. Und ja, inshallah überlebt das kleine Tier. Warte, ich bin deine Patentante. Pass auf dich auf, schönes Leben. Wir sehen uns inshallah irgendwann nochmal. Muss auch ein komisches Gefühl für den Bachelor sein, zu sehen, dass Layla mit so einem Babykrokodil ungefähr 593 Mal so viel redet, wie mit ihm in allen Gesprächen in der kompletten Staffel bisher. Da wäre ich, glaube ich, ein bisschen eifersüchtig. Die Frauen gehen aber zurück in die Villa und weil es so schön war, kommt der Pizzamann und das ist David. Oh mein Gott. Und dann gibt es tatsächlich noch mal eine kleine Fortsetzung bei Layla und David, denn er hat ihr irgendwie Karottensaft mitgebracht oder so. Und ich weiß nicht genau warum, aber ist natürlich sehr nett von ihm. Und er hat sie noch mal in den Arm genommen und Layla hat jetzt wieder neue Motivation geschöpft. Ich verstehe es doch auch nicht. Weil du ein bisschen locker bist, ne? Nee, ich habe eine bessere Idee. Also wir stellen uns einfach jetzt neu vor. Ich bin Layla, hi, 26 David. Aus Frankfurt. Frankfurt? Ja. Ah, kenne ich. Das ist in der Nähe von Stuttgart. Ja, woher kommst du? Aus Stuttgart. Echt? Krass. Ja, jetzt haben sie sich neu vorgestellt und jetzt ist laut Layla alles anders. Ich bin wirklich sehr gespannt. Es gibt dann aber auch noch ein Einzeldate und ja, das ist mit Henriette. Jetti! Ist schon klar, was das heißt dann, ne? Hast du Zeit und Lust? Ja. Ey, Leute, ich glaube, das ist die erste Frau, die Lust auf ein Einzeldate hat. Das ist auch irgendwie ein Tag, den man feiern sollte. Das Einzeldate war dann auch wieder wirklich so langweilig wie nur möglich. Denn es war wie immer, es wurden langweilige Dinge beredet, es wurde langweilig kommentiert und es wurde auch irgendwie nichts gemacht, außer langweilig rumsitzen. Weil ich auch jemand bin, ich öffne mich nicht sehr schnell jemand anderem gegenüber. Ja, das ist so ein bisschen das, aber ansonsten habe ich
mega lustig kennenzulernen. Und das ist auch eine kleine Kritik an dem ganzen Bachelor-Format. Eventuell ist in der 6. Folge, sind wir, glaube ich, momentan. Vielleicht ist es auch ein bisschen spät dafür, um immer noch Gespräche zu führen und zu zeigen, wo die Frauen sagen, dass sie alles ein bisschen langsamer und sich noch nicht so öffnen können und so. Eventuell muss man das Format ein bisschen überdenken, dass man vielleicht ein bisschen mehr Interaktion zwischen den ganzen Teilnehmern hat, damit das alles ein bisschen lockerer wird und die Gespräche vielleicht auch ein bisschen individueller werden und nicht alle so unfassbar gleich wie immer sind. In jeder Staffel gibt es einfach die gleichen Gespräche, als wenn sie gescriptet wären. Was sagt dir dein Gefühl? Ich weiß, dass ich die Zeit mit dir zu zweit sehr genieße. Mensch, war das tiefgründig und dieser Blick in die Augen, das war wirklich der, ich fließ gleich dahin, das habe ich noch nie gesehen, das ist wirklich revolutionär und das hat auch so viel Bedeutung und tieferen Sinn. Das Einzeldate war dann auch wieder vorbei und der Bachelor ist nochmal zurück mit in die Villa gegangen und dann gab es wenigstens ein bisschen Karaoke. It's not me, it's not my family. In your head, in your head. Ich darf nicht so laut sein, es ist gerade 5 Uhr morgens, aber ich kann gut singen. Leute, wenn ich das sehe, wäre ich auch gerne mal Bachelor. Du musst ja wirklich gar nichts machen, um die Frauen zu imponieren. Da muss ein schönes Leben sein, aber hey, ich gönn's dem David. Wir kommen jetzt tatsächlich zur Nacht der Rosen und die Nacht der Rosen ist heute ein bisschen anders, denn es ist noch nicht Nacht und es gibt eine Poolparty am Anfang. War schon ein schöner Auftakt und dann durften wir endlich mal auch in seinen Pool springen. Herzlich willkommen, ihr kennt euch ja aus. Ich habe dann einen Start gemacht und mal die Klamotten abgelegt. Ich habe ihn noch nie in Badehose gesehen und ich dachte mir echt, also da habe ich ja mehr Päckchen gesehen als damals bei meinem Ferienjob bei der Deutschen Post. Also. Ich finde es übrigens gut und mir ist das öfter auch schon aufgefallen, dass die Frauen auch immer sehr, sehr stark auf äußere Dinge abgehen und die auch kommentieren und so. Weil bei Männern wird das ja immer so ein bisschen negativ gesehen, ne? Und das finde ich immer ein bisschen schade, weil Frauen machen das auch sehr, sehr häufig. Müsst ihr mal drauf achten und es ist ja auch überhaupt nichts Schlimmes dabei, ne? Ihr könnt jetzt auch sagen, dass ich einfach einen sehr, sehr gut geformten, wabbeligen, gemütlichen Kuschelkörper habe. Da hätte ich gar kein Problem mit. Ihr könnt mich auf meinen Körper reduzieren. Macht das ruhig. Ich wehre mich nicht. Ich wehre mich nicht. Wäre eigentlich mal geil, oder? Ein Bachelor so mit 200 Kilo. Mal gucken, ob die Frauen dann immer noch so leicht zu begeistern sind. Einfach mal 20 dünne, schlanke Frauen und ich als Bachelor. Und dann gehen alle im Pool und ich mache eine Arschbombe rein. Und die Frau, die von der Villa nicht mitgenommen wurde, die ist dann die Auserwählte. Romantisch. Ob ich jetzt eine Jeans und eine Winterjacke anhabe oder den knappesten Bikini ever, verändert nichts an meiner Ausstrahlung. Aber trotzdem ist es natürlich ein wertvolles Bild für eine TV-Show. Diese Aussage oder dieses Interview hat mich auf mehreren Ebenen irgendwie verstört, weil ich nicht genau weiß. Also zum einen ist ihre Ausstrahlung, die bei mir ankommt, halt extremst negativ, weil ich finde die so hochnäsig und das finde ich einfach ein bisschen unattraktiv. Aber das ist ja auch nur meine Meinung. Auf der anderen Seite verstehe ich nicht, warum sie so diese Metaebene einnimmt von der Produktion, dass sie gut aussieht im Bikini für die TV-Show. Also ich verstehe nicht genau, warum man darüber nachdenkt, wenn man einfach nur da ist, um den Bachelor kennenzulernen, eventuell. Aber mit der Teilnahme hat sie wirklich bestimmt nur ehrliche Motive. Sitzen alle da drüben. Wir haben Angst vor mir. Ja, ich wollte gerade sagen, hast du eine Ansage gemacht? Hä? Nee, so, hey. Die haben immer Respekt vor mir. Hey. Ich weiß nicht, warum. Ja. Ja, du bist so ein bisschen Alpha. Ja. Na, ich glaube, die haben nicht unbedingt Respekt. So wie ich das mitbekommen habe, sind die einfach alle nur ein bisschen genervt und haben keine Lust auf sie. Aber natürlich nicht alle, aber so ein bisschen Ablehnung von den Frauen gab es ja schon. Aber Chiara kann natürlich auch denken, dass sie Alpha ist. Ja, der Abend war heute sehr wet. Cheers! Oh. Gut, der Pool war dann aber auch geschlossen und die Frauen haben sich wieder so eine Art Kleid angezogen und es ging dann Richtung Nacht der Rosen tatsächlich. Layla hat übrigens ihr Comeback angekündigt. Okay, vielleicht siehst du jetzt, warum du hier bist, Mädchen. Mach mal. Also gestern Abend habe ich mir so gedacht, okay, Layla, du hast lang genug geschlafen.
du wachst jetzt auf und jetzt nimmst du dir das, was du willst. Aber vielleicht hast du genau das gebraucht. Da bin ich natürlich gespannt, ob sie dann beim nächsten Mal mit dem Bachelor eventuell mehr Worte rauskriegt als null. Und dann gibt es eine ganz komische Szene, weil der Bachelor geht dann mit Lisa bei den beiden vorbei und hält nochmal ganz kurz Smalltalk mit den beiden. Und da macht Layla so eine Aussage, die ich auch nicht so 100% verstanden habe. Wenn einer von euch weiß, was das damit auf sich hat und warum die da so negativ ist, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich habe es nicht verstanden. Wow. Ich bin klein, ne? Ich bin gleich, was ich mir kurz so, ne? Ey, das höre ich irgendwie jedes Mal. So, Deutschland. Zu manchen Sachen muss man nicht viel sagen. Man versteht sie einfach nicht, but it's okay. Ja, und dann ist nicht mehr so mega viel passiert. Außer Chiara, die sich nochmal eingebildet hat, dass sie da mit dem Bachelor alleine war. Ich find, weißt du, was ich ein bisschen lustig finde? Wir haben ja hier vorne gesprochen, habt ihr euch alle dahin gesetzt? Und dann hat er so gesagt, wieso sitzen die da alle? Ich so, ja, keine Ahnung. Also, ihr haben die Respekt vor dir? Ich so, ja, ja, die haben alle Respekt vor mir. Und dann schwimmen wir dahin. Und dann sagt er das so und alle so, nö, nö. Doch, doch. Ja, doch, doch, ja, ja. Ja, aber vielleicht gibt es auch viele Leute, die Chiara mögen. Ich weiß es ja nicht. Vielleicht ist sie auch einfach jemand, der polarisiert. Das ist dann ja auch in Ordnung. Wir kommen aber jetzt wirklich zum Ende der Folge. Und dort ist natürlich wie immer die letzte Rose. Die letzte Rose des heutigen Abends geht an eine Frau, bei der ich merke, dass die Verbindung nach wie vor echt ist. Xenia. Ja, und ihr habt es eventuell an den Einblendungen schon bemerkt. Die Entscheidung ging zwischen Xenia und Yolanda. Und Yolanda ist tatsächlich ausgeschieden. Hätte man jetzt auch nicht unbedingt mit gerechnet, aber irgendeiner muss ja gehen. Yolanda. Ganz besonders. Danke, hat mich gefreut, dich kennengelernt zu haben. Ich habe einfach gemerkt, dass ich glaube, beidseitig wir das vielleicht auch nicht füreinander sind. Und eins kann man Yolanda auf jeden Fall lassen, sie nimmt es mit Stärke. Da habe ich nicht mit gerechnet, aber ist trotzdem fein, weil ich glaube schon meine Persönlichkeit ihm zeigen konnte und dann ist es auch in Ordnung. Wenn ich nicht deine Frau bin, dann bist du auch nicht mein Mann. So. Und da hat Yolanda natürlich auf jeden Fall recht. Wir gucken jetzt, was nächste Woche passiert und es wurde ja mittlerweile ein bisschen wenig geküsst. Vielleicht ändert sich das nächste Woche. Ich habe auf jeden Fall auch Lust zu knutschen. Boah, das ist einfach so abartig langsam. Aber nicht nur das Küssen kommt in den Fokus, sondern auch irgendwie schlechte Vibes. Also so richtig positiv klingt da wenig. Alle haben gleich viel Zeit mit mir gehabt. Ich weiß nicht, ob unser Vibe noch so da ist. Ich hab jetzt keinen Bock mehr zu warten, dass endlich mal was passiert. Was ist jetzt? Ja, und ob alle Frauen gemeinsam nächste Woche den Bachelor freiwillig verlassen, weil sie jetzt ihre Sexspielzeuge haben und keinen Mann mehr brauchen, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein. Bis dann, auf Wiedersehen. Tschüss!